Eine Rutsche für Fische? Was soll das? Noch kurioser, ein mehrstöckiger Wald. Eine durchsichtige Maus. Oder ein Haus aus Luft. Klingt alles ganz schön verrückt. Aber das sind die Ideen, die die Welt retten könnten. Genauso wie das Kämmen von Faultieren. Was soll das bringen? Verrückte Weltretter. Jetzt bei Galileo 360 Grad. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Galileo 360 Grad. Heute geht's um verrückte Ideen, die die Welt retten könnten. Los geht's in Japan. Hier gibt es Bäume, die auf Bäumen wachsen. Was erst einmal ein bisschen skurril aussieht, hat einen ganz speziellen Grund. Und vielleicht gibt es auch bei uns bald mehrstöckige Wälder. Verrückte Weltretter. Auf Platz 9 ein ganz besonderes Holz. Hiroki entfernt die Rinde und poliert die Äste. Die Oberfläche ist weich wie Seide und schimmert. So sieht das fertige Daisugi-Holz aus. Wir haben nur die Rinde abgeschält und ihn abgewaschen. Wow, das glänzt und die Oberfläche ist ganz glatt. Die Stämme haben keine Astlöcher, sondern sind ganz glatt. Außerdem ist das Holz sehr hart. Auch deswegen ist das Daisugi-Holz seit Jahrtausenden beliebt. Schon die Kaiser setzten das Holz bei ihren Tempeln zum Innenausbau ein. Die geraden Äste haben die perfekte Form für Balken. Hiroki und sein jüngerer Bruder gehören zu einer der letzten 5 Familien in Japan, die diese besonderen Bäume züchten. Und die wachsen tatsächlich auf anderen Bäumen. Ein mehrstöckiger Wald. Wie funktioniert das? Daisugi ist eine besondere Form der Baumbeschneidung. Fast wie bei Bonsais, nur in groß. Das Holz ist sehr wertvoll. Hier wachsen unsere geliebten Daisugis. Diese Bäume gibt es nur hier. Wir erfahren, bei den Bäumen handelt es sich um normale Zedern. Und auf den ersten Blick sehen die hier auch gar nicht so besonders aus. Es ist eine besondere Anbauart. Hier in den Bergen von Kyoto haben wir wenig Platz. Also bauen wir die Bäume auf diese Weise an. So können wir mehr Holz produzieren. Direkt neben uns sehen wir den herkömmlichen Anbau von Zedern. Nach dem Abholzen ist hier alles leer. Das Ganze geht aber auch nachhaltiger, ganz ohne Abholzen. Mit den Daisugis. Hier bleibt es schön grün, denn die Mutterbäume bleiben stehen und werden bis zu 100 Jahre alt. Auf ihnen wachsen dann neue Bäume. Das hier ist der Ursprung, der Mutterbaum, also die erste Generation. Dann hier die zweite Generation, hier die dritte und die vierte Generation. So wächst der Baum höher und höher. Aha, die Stämme, die aus dem Mutterbaum wachsen, sind also eigentlich Äste. Sie wachsen senkrecht in die Höhe. Dahinter steckt eine tausendjährige Technik namens Edaushi. Das Beschneiden ist das Wichtigste beim Daisugi-Anbau. Es ist sehr wichtig, dass ich hier nicht zu viele oder zu wenig Äste abschneide. Die Brüder entfernen alle Verästelungen ganz vorsichtig in Handarbeit. So wächst der Ast nur gerade nach oben. Die alten Schnittwunden heilen und die Oberfläche sieht später unversehrt aus. Das dauert allerdings Jahre. Doch das Warten lohnt sich. Wenn man sich gut um seinen Daisugi kümmert und die Äste richtig beschneidet, regeneriert sich der Baum von allein. Dann kann man 30, 50 oder sogar 100 Äste von einem Baum ernten. Bis ein Ast erntereif ist, dauert es 10 bis 15 Jahre. Daisugi ist sehr zeitaufwendig. Deswegen baut die Familie zusätzlich auch konventionelle Zedern an. 1, 2, 3. Hier ernte ich die vierte Generation von diesem Daisugi. Holzernten ohne Bäume zu fällen, das ist doch genial. Und viel besser für die Umwelt. Aber leider auch sehr zeitaufwendig. Heute bekommen die Brüder Besuch von Yoshiya Matsumoto. Er arbeitet für die offizielle Daisugi-Vereinigung in Kyoto und kontrolliert die Ernte. Hallo, wie kommt die Produktion voran? Ich glaube, sie sind gut gewachsen. Ja, es sieht gut aus. Vielen Dank. Das Business ist hart. Die Nachfrage und die Preise sind in den letzten Jahren um 30% gefallen.
Das Problem ist, in den letzten Jahren wollen die Bauunternehmer ihre Häuser immer billiger produzieren. Alle suchen nur nach günstigen Baumaterialien. Trotzdem pflegen die Brüder die jahrhundertealte Tradition der Dasugis. In der Haupterntezeit im August haben die beiden Brüder knapp 300 Äste geerntet. Ganz schön viel Arbeit. Ich habe angefangen, als ich 22 war und gerade die Schule beendet habe. Jetzt bin ich 61. Ich mache das schon seit über 40 Jahren. Wenn ich einen Ast absäge, um den ich mich 10, 20 oder sogar 30 Jahre gekümmert habe, bin ich stolz und erleichtert. Aber dann fühle ich mich auch sehr einsam, fast so, als würde mich mein Kind verlassen. Abholzen ohne Abholzen. Eine geniale Idee zum Schutz der Wälder. Verrückte Weltretter. Auf Platz 8 Dr. Winky Hu. Er ist Wissenschaftler der Superheldenklasse und hilft im Kampf gegen schwere Krankheiten. Und das ist seine Superwaffe. Ein winziger Raupenroboter. Seine Mission? Mit einer Armee von Mini-Robotern Medizin direkt an den Ort bringen, wo sie gebraucht wird. Unser Körper ist innen kompliziert. Wir arbeiten daran, dass unser Medizinroboter so klein und flexibel ist, dass er alle noch so komplizierten Regionen erreichen kann. Das Max-Planck-Institut in Stuttgart. In der Abteilung für physische Intelligenz hat Dr. Wenki Hu seine Heldenbasis. Der Wissenschaftler forscht zur künstlichen Intelligenz. Mit einem Mini-Roboter, der durch den Körper krabbeln kann. Die Bewegungen hat sich der Forscher aus der Natur abgeschaut. Wenn der Roboter vor einem Hindernis steht, kann er einfach drüber springen. Die Inspiration dafür sind Raupen, denn einige Arten machen das auch, wenn sie versuchen, einem Angreifer zu entkommen. Die Roboterraupe soll sich direkt auf den Feind stürzen und ihm die Medikamente um die Ohren hauen. Das wäre eine Sensation im Kampf gegen Krebs. Seine Roboterarmee baut Wenki Hu selbst. Hier in seinem Labor in mühevoller Handarbeit. Grundzutaten: Silikon und Magnetpartikel. Daraus stellt er zunächst eine stabile Platte her und löst mit dem Laser winzige Stücke heraus. 3,7 mm lang und gerade mal 1,5 mm breit sollen seine Superraupen werden. Jetzt muss die Wunderwaffe nur noch aktiviert werden. Wenn alles abgeschlossen ist, setzen wir die Raupe dem Magnetfeld aus, um seine Leistung zu testen. Das Magnetfeld ist der Schlüssel für die Superkräfte des Roboters. Dennoch sind die Magnetpartikel völlig durcheinander und somit nutzlos. Hier erwacht der Roboter zum Leben, denn nach diesem Schritt ist er voll funktionstüchtig. Dank eines starken Dauermagneten richten sich die Magnetpartikel im Rohling aus. So werden sie selbst magnetisch. Für unseren Roboter heißt das, er reagiert nun auf andere Magnete. Man kann ihn also steuern. Das ist der spannendste Moment. Die Raupe wird um einen Stab gewickelt und in das Kraftfeld des Supermagneten getaucht. Den Stärkegrad der Magnetisierung bestimmt Wenki Hu. Jetzt heißt es, Daumen drücken, dass der Roboter danach wirklich einsatzbereit ist. Um das zu testen, braucht unser Superheld Unterstützung von Robotiker Dr. Metin Sethi. Die beiden haben gemeinsam ausgetüftelt, wie es sich vermeiden lässt, dass Medikamente zum Beispiel bei einer Chemotherapie im Körper verloren gehen. Diesen Roboter kann man genau an die betroffene Stelle im Körper lenken und kontrolliert Medikamente abgeben. Und das geht so. Der Patient wird in eine Art Magnetresonanztomograph gefahren. Von außen aktiviert der Arzt starke Magneten immer an der Stelle, wo sich die Raupe befindet. So steuert er sie gezielt dahin, wo die Raupe das Medikament abgeben soll. Die Wunderwaffe kann einfach geschluckt werden.
Das nächste Ziel, den Miniroboter kleiner machen als ein Haar. Was die Miniroboter alles drauf haben, ist wirklich beeindruckend. Sie können kriechen, springen, schwimmen, schweben, sich einrollen. Eine Sensation, wenn diese Wunderwaffen bald wirklich im Kampf gegen Tumorzellen antreten. Verrückte Weltretter. Auf Platz 7 Fischtransport per Rutsche mit über 60 km/h. Was lustig ausschaut, ist eine echt geniale Erfindung, in der 5 Jahre Forschung und Millionen von Dollar stecken. Heute soll die Rutsche Lachse über diesen riesigen Damm befördern. Klappt das wirklich so, wie die Entwickler sich das vorgestellt haben? Und vor allem, warum das Ganze? Todd Delligan hat die Fischrutsche erfunden, die er auch liebevoll seine Lachskanone nennt. Er erklärt uns, was hier in den nächsten Stunden passieren soll. Unser System nimmt Fische aus diesem Fluss auf und transportiert sie in unserer Röhre 550 Meter weit über den Damm. Dorthin haben es die Fische seit 80 Jahren nicht mehr geschafft. Der Hintergrund: Als der Damm 1935 gebaut wird, denkt keiner daran, welche Auswirkungen das Hindernis auf die Lachse haben wird. Deren Bestand geht in den kommenden Jahrzehnten praktisch auf Null zurück. Doch warum ist die andere Seite des Flusses so wichtig für die Fische? Das liegt an der sogenannten Lachswanderung, dem Lebenszyklus der Fische. Lachse werden an Flussufern geboren. Sie schwimmen dann zurück ins Meer, wo sie den Großteil ihres Lebens verbringen. Wenn sie ausgewachsen sind, schwimmen sie flussaufwärts zu ihrer Geburtsstelle zurück, um Eier abzulegen. Und der Kreislauf beginnt von vorn. Doch der Staudamm verhindert seit über 80 Jahren die lebenswichtige Lachswanderung. Das soll sich heute ändern, dank der Fischrutsche. Die Fischrutsche ist also auch ein Symbol, eine kleine Wiedergutmachung für die Ausbeutung des Landes, das eigentlich mal den Native Americans gehörte. So soll es jetzt gleich über den Damm gehen. Die Fische werden zunächst in ein Auffangbecken gezogen. Von dort aus geht es auf Knopfdruck los. Durch eine Schleuse und rein in die 550 Meter lange Lachsrutsche. Die ersten 300 Meter aufwärts. Der Damm ist 51 Meter hoch. Dann über die Brücke und 60 Meter abwärts auf die andere Seite des Flusses. Insgesamt soll die Fischreise knapp 50 Sekunden dauern. Große Mengen an Fischen erwartet hier zunächst niemand. Schließlich sind sie hier seit 80 Jahren nicht mehr weitergekommen. Doch dann, die ersten Lachse haben sich schon in das Auffangbecken verirrt. Seid ihr bereit? Los geht's! Todds Arbeiter drehen die Schleusen auf und schalten die Pumpen an. So erzeugen sie einen künstlichen Wasserstrom. Die Strömung soll die Lachse im Becken anziehen und dazu bewegen, gegen den Strom in Richtung Rutsche zu schwimmen. Bevor es in die Rutsche geht, werden die Fische in eine Art Falle zwischen zwei Klappen gesaugt. In diesem Bereich entsteht jetzt Druckluft. Und sobald eine Klappe aufgeht, werden die Fische nach vorne katapultiert. Genauso wie in einer Rohrpost. Jetzt wird es spannend. Schaffen es Todd und seine Kollegen tatsächlich, die Fische sicher über den Damm zu bringen? Und tatsächlich, nach wenigen Minuten schwimmt der erste Lachs durch den künstlichen Strom in die Rutsche. Und jetzt geht alles sehr schnell. Der erste Fisch ist in der Röhre und macht sich auf über den Damm. Der Lachstransport scheint zu klappen. Doch Moment, noch haben wir den Beweis nicht. Todd will die Ankunft der nächsten Ladung Lachse selbst miterleben, auf der anderen Seite des Staudamms. Und tatsächlich, die Lachse aus der Fischrutsche kommen an. Und nicht nur das. Sie sind nach ihrer Reise offenbar quietschfidel
und schwimmen sofort weiter. Wir helfen der Umwelt. Diese Fische gehören hierhin. Hierhin kommen sie zurück. Das ist ihre Heimat. Und ja, das wieder schaffen, fühlt sich schon toll an. Ab jetzt soll fröhlich gerutscht werden. Die Fischrutsche soll in den nächsten Jahren zehntausende Lachse über den Damm transportieren. Und Projekte an weiteren Dämmen sind bereits in Planung. Die Lachsrutsche aus den USA. Ein echter Weltretter. Gebäude könnten vielleicht zu den neuen Klimarettern werden. Davon sind diese beiden überzeugt. Alison Dring und Daniel Schwag. In ihrem Büro in Berlin arbeiten die beiden Architekten schon seit Jahren an der Umsetzung ihres gemeinsamen Traums. Bauen mit Luft. Ihre Idee? Städte aus Kohlenstoffdioxid, also aus CO2. Wie das gehen soll, das erklären uns die beiden selbst. Verrückte Weltretter. Auf Platz 6 wollen die Architekten Alison und Daniel dem Baustoffmangel mit alternativen Baumaterialien entgegenwirken. Ja, und wir haben da sozusagen dieses Bild, dass wir natürlich in die Erdkruste müssen, um die Materialien rauszuholen. Und das fand mir halt irgendwie faszinierend, dass man das auf den Kopf drehen kann und die Materialien eben aus der Luft holen kann und dann aber das Gleiche bekommt. Das Geniale an ihrer Idee: ersetzten Bauunternehmer nur 10% des Betons weltweit mit einem Baumaterial aus Kohlenstoffdioxid, könnten sie sagenhafte 1,2 Gigatonnen CO2 aus der Luft holen und dauerhaft speichern. Das könnte uns von Großstadtsmog und schlechter Luft befreien. Es ist zu viel CO2 in der Luft, das ist der Treibhauseffekt. Und wir müssen, oder was uns halt irgendwie reizt an dieser Lösung, ist, dass wir quasi das Problem nehmen und in eine Lösung ummünzen. Das heißt, wir können dieses Überangebot an Kohlenstoff in der Luft dazu nehmen, um unser neues Rohmaterial zu werden. CO2 kommt von Natur aus in der Luft vor. Dazu kommt beispielsweise CO2 aus Verbrennungsvorgängen. Pflanzen und Bäume speichern ihr Leben lang durch Photosynthese dieses Kohlenstoffdioxid aus der Luft. Stirbt ein Baum, verrottet er. Dabei gelangt das gebundene CO2 wieder in die Atmosphäre. Mit ihrer Methode unterbrechen die beiden genau das. Durch ein spezielles Verfahren entzieht das Team von Alison und Daniel dem wieder entstandenen CO2 den Kohlenstoff. Und das funktioniert quasi wie Backen. Holzabfälle, wie zum Beispiel Sägespäne, erhitzen hier langsam und kontrolliert. Dadurch verbinden sich nur geringe Mengen Kohlenstoff mit Sauerstoff zu Kohlenstoffdioxid. Diese kleine Menge CO2 entweicht zusammen mit Wasserdampf zwar wieder in die Atmosphäre, aber der Großteil des Kohlenstoffs aus der Luft bleibt als Feststoff zurück. Zusammen mit einem Bindemittel entsteht ein Kohlengranulat und fertig ist der Baustoff, der zu 80% aus atmosphärischem CO2 besteht. Und daraus machen die beiden Baustoffplatten. Der Vorteil, das Material in Kohle umzuwandeln, ist der, dass er in der Kohle bleiben wird. CO2 wird also in diesem Prozess nicht wieder zurück in die Luft gelangen. Also im Vergleich zu Holz, der Unterschied ist, dass wir hier halt einen fast reinen Kohlenstoff haben. Und das heißt, dass dieses Material nicht mehr zerfällt. Das heißt, es ist extrem haltbar und für hunderte von Jahren ist dieser Kohlenstoff, der über den Baum aus der Luft gekommen ist, auch wirklich so im Material erhalten. Da ihr Material noch nicht stabil genug für den Bau von Hauswänden ist, pressen Daniel und Alison aus dem Granulat vorerst solche Fassadenplatten. In München steht weltweit das erste Gebäude mit einer CO2-Fassade. Das Unternehmen hat hier an einem Autohaus 1400 seiner raffinierten Fassadenplatten verbaut. Diese alleine binden 10 Tonnen CO2. Mit rund 100 Euro pro Quadratmeter kostet das Material das gleiche wie Beton. Zudem steigen die Baustoffpreise für viele herkömmliche Materialien zurzeit immens. In Zukunft könnte die Baubranche das Kohlenstoffgranulat auch anderen Baustoffen beimischen. So könnten auch Straßen und Plätze zu CO2-Speichern werden. Die Erfindung von Alison und Daniel steht noch am Anfang. Doch mit ihrer Idee könnten sie Großes bewirken. So könnten in Zukunft ganze Städte aus dem Luftbaustoff bestehen und tonnenweise CO2 speichern.
Die beiden Architekten haben also gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Es ist eine Sache, das CO2 aus der Luft zu holen, es ist eine andere, etwas Sinnvolles damit zu machen. Unser Fazit: Bauen mit Kohlenstoff aus der Luft, das funktioniert wirklich. Dank der innovativen Ideen von Allison und Daniel gibt es einen neuen, vielversprechenden Baustoff. Umweltfreundlich und nicht teurer als herkömmliche Rohstoffe. Verrückte Weltretter. Für Platz 5 reisen wir nach Panama. Dieser Forscher will unser Überleben sichern durch Faultierkämmen. Tja, Nestor Carrea Sumit ist einfach ein wahrer Superheld. Für seine Mission muss Nestor in den Dschungel Panamas. Dort findet er die Superkraft, mit der er Krankheiten besiegen will. Krankheiten besiegen durch das Kämmen von Faultieren? Wie genau das gehen soll, erklärt er uns gleich. Nestor forscht seit über 20 Jahren in der Wildnis. Aber um zu einem Ergebnis zu kommen, muss er jetzt erstmal ein Faultier finden. Das größte Problem: Faultiere haben die gleiche Farbe wie dieser Baum. Wenn das Faultier den Baum so umarmt, dann sieht es genauso aus wie der Baum. Gar nicht mal so leicht, eines der Tiere zu finden. Nestor hat ein Faultier entdeckt. Okay, my friend. Got it. Das Faultier scheint wenig begeistert. Okay, Buddy. Okay, Buddy. Bleib da. Stay right there. Ein paar Fakten zum Faultier: 2 Augen, 3 Krallen pro Pfote, süße Erscheinung und extrem langsam. Denn Faultiere fressen nur Blätter und davon wenige. Leitkost also. Deshalb ist ihr Organismus sehr langsam. Sie befinden sich quasi im Dauerenergiesparmodus und brauchen 18 Stunden Schlaf pro Tag. Wenn sie sich mal bewegen, dann nur mit 200 Metern pro Stunde. Doppelt so langsam wie eine Schildkröte. Sie klettern nur vom Baum, um aufs Klo zu gehen. Und das ist der springende Punkt. Wir von Galileo haben Ihnen schon viel erzählt, aber das übertrifft alles. Die Faulheit und die Kacke des Faultiers können unser Leben retten. Superheld Nestor erklärt uns gleich wie. Doch zuerst muss er das Tierchen kämmen, denn das hält nicht so lange still. Und ja, das ist ein Kamm mit ganz engen Zinken. Den braucht er auch, denn was er da rauskämmt, sind winzig kleine Partikelchen an Dreck. Und aus diesem Faultierdreck wird ein neues Antibiotikum. Klingt skurril und sieht lustig aus, aber es stimmt. Nestor erklärt, wie es funktioniert. Faultiere bewegen sich kaum. Deswegen hat sich über die Jahre ein Mikroorganismus auf ihrem Fell gebildet, in dem Motten und Algen leben. Jedes Mal, wenn das Faultier sein Geschäft verrichtet, legen die Motten Larven in den Faultierkot. Weil die Körperpflege zu viel Energie verschwenden würde, haben sich Motten und Algen im Fell eingenistet. Die Motten nutzen den Faultierkot, um darin ihre Eier abzulegen. Daraus schlüpfen dann neue Motten, die zum Wirt, also zum Faultier, zurückfliegen. Und sie bringen Bakterien aus dem Kot mit, direkt rein ins Faultierfell. Gegen diese Bakterien hat der Faultierorganismus Antikörper gebildet. Und die will Nestor aus dem Fell kämmen, denn die Antikörper sind die Grundlage für neues Antibiotikum. Right here, there you go. Nestor hängt das Faultier in den Baum zurück. Dann geht es zurück nach Panama-Stadt. Im Labor in die Kasat wird aus Faultierdreck neues Antibiotikum. Das brauchen wir dringend, weil wir gegen viele bestehende Antibiotika resistent geworden sind.
Seit einigen Jahren arbeitet das Team um Chefin Carmenza Spadafora an der Antibiotikaforschung mit Faultierdreck. Weil wir zu viel Antibiotika aufnehmen, wirken sie nicht mehr. Deswegen brauchen wir neue Antibiotika. Und die gibt's nur in der Natur. Sie künstlich im Labor herzustellen, geht nicht. Denn nur in der Natur bilden Pflanzen und Tiere Antikörper, um sich gegen Bakterien zu schützen. Und nur daraus lässt sich ein neues Antibiotikum herstellen. Deshalb können Forscher im Labor maximal dessen Struktur kopieren, aber sie können kein neues entwickeln. Panama. Orte wie Panama haben eine große Artenvielfalt. Wir haben hier eine Apotheke direkt vor der Haustür. Neues Antibiotikum gegen Malaria aus Faultierdreck. Ganz schön verrückt. Wie in der Medizin üblich, braucht es aber noch zig weitere Testreihen, bis wir das Faultier-Antibiotikum in der Apotheke kaufen können. Und sollten wir in Zukunft auch dagegen resistent werden, muss unser Superheld eben neue Tierbäuche kämmen. Verrückte Weltretter, Platz 4. Einwegbecher sind der Klima-Erzfeind. Allein in Deutschland werden jährlich 2,8 Milliarden Plastikbecher benutzt. Ohne Lösung für den Abfall. Diese Headlines versprechen die Rettung. Angeblich gibt es Kaffeebecher, die an Pflanzen wachsen. Deshalb reist unser Reporter Torben nach New York City. Hier ist er mit dem Mann hinter der angeblichen Kaffeebecher-Revolution verabredet. Aber der arbeitet nicht in einem Gewächshaus, sondern in einer Architekturfirma. Jun Aisaki. Und hier sollen Kaffeebecher an Pflanzen wachsen? Jun zeigt uns seine Erfindung im Nebenraum. Mit diesen Bechern will er den Plastikmüll bekämpfen. Sein Ziel: große Kaffeeketten sollen in Zukunft nicht mehr Einweg-Plastikbecher benutzen, sondern seine, gewachsenen Becher. Angeblich ist dieser Becher schließlich eine Pflanze. Stimmt das denn? Wir haben uns davon inspirieren lassen, was Kürbisse alles können. Sie sind so vielfältig einsetzbar. Menschen in Asien bewahren in ihnen Getränke oder Alkohol auf. So einen Kürbis gibt es überall auf der Welt, weil er so einfach wächst. Das soll ein Kürbis sein? Normalerweise sehen die aber irgendwie anders aus. Wir lassen die Kürbisse in diesen Formen wachsen. Stell dir vor, wie ein kleiner Babykürbis an einer Pflanze wächst. Aber wir tun sie hier rein und verschließen es mit der anderen Hälfte. Dann trocknen sie. Ein getrockneter Kürbis als Kaffeebecher. Wie soll das funktionieren? Jun führt uns nur wenige Blocks weiter zu seinem Wohnhaus. Oder vielmehr durch sein Haus. Denn der Grund, warum wir hier sind, versteckt sich im Garten. Tatsächlich. Hier wächst ein Kaffeebecher an der Pflanze. Eigentlich unglaublich. Das fühlt sich toll an. Wie ein Baby, das super schnell wächst. Nach 2 Wochen sind die Babys bereit, in Form gebracht zu werden. Die Hülle selbst ist zwar aus Plastik, aber aus einer Form werden bis zu 1000 recycelbare Becher geschaffen. Die sind nach 5 Wochen reif zur Ernte. Nicht so schnell wie die Herstellung eines Plastikbechers, aber zu 100% natürlich. Ein wachsender Becher. Wow, der ist schwer. Erst wenn er aufgehört hat zu wachsen, schrauben wir die Form auf und lassen den Kürbis an der frischen Luft, bis er trocken ist. Dann schneiden wir die Spitze ab und höhlen ihn aus. Heißt, die Becher selbst kommen ganz ohne Wachs oder Plastik aus. Sie sind zu 100% kompostierbar. Die Produktion findet natürlich nicht hier statt, das ist nur Juns Hobbygarten. Auf einer Farm außerhalb von New York wachsen gerade 300 Becher. Schon bald wird aus ihnen getrunken. Diese Kürbisse sind 5 Wochen gewachsen, 3 Monate getrocknet und jetzt endlich bereit. Aus einer Pflanze wurde ein Becher.
Zeit, ihn auszuprobieren. Und? Das ist ganz normales Wasser aus einem ganz normalen Becher, nur dass der eben an der Pflanze gewachsen ist. Und bald sollen die Becher auch nach Deutschland kommen. Schwer vorstellbar allerdings, dass Chuns Idee irgendwann 2,8 Milliarden Einwegbecher ersetzt. Diese kleine durchsichtige Maus hier wird in der Medizinwelt als echte Sensation gefeiert. Sie kann Tausenden von Menschen das Leben retten und ist angeblich der Schlüssel zum ewigen Leben. Kann das wirklich sein? Und wie soll das gehen? Hier kommt die ganze spannende Geschichte dazu. Verrückte Weltretter. Platz 3 führt uns nach München ans Helmholtz-Zentrum. Denn am Institut für Schlaganfall- und Demenzforschung arbeitet der Neurowissenschaftler Dr. Ali Ertürk. Er verrät uns, was die transparente Maus so besonders macht. Sie ist ein großer Durchbruch für die Medizin. Mit ihr können wir viel bessere Medikamente entwickeln. Bisher verlängern viele Krebsmedikamente das Leben der Patienten nur. Mit der durchsichtigen Maus sind wir nah dran, Krebs komplett zu heilen. Das wäre eine Sensation. Eine Maus, die unzähligen Krebskranken das Leben retten könnte. Aber wie soll das gehen? Das will uns der Wissenschaftler in seinem Labor zeigen. Wo ist sie denn, die durchsichtige Maus? Erstmal sehen wir nichts. In diesem Behälter liegt aber eine Maus, nur eben gut getarnt. Es ist tatsächlich der Körper einer echten Maus. Nur dass Haut, Knochen und Organe farblos sind und durchsichtig wirken. Aber wie kommt man eigentlich auf so eine Idee? Und was bringt es, den Durchblick zu haben? Als ich mal ein Glas Milch getrunken habe, fragte ich mich, ob da nicht vielleicht etwas drin ist, was ich nicht sehen kann. Sowas wie ein Haar. Meine Überlegung war dann, wenn die Milch so durchsichtig wie Wasser wäre, könnte ich es ganz einfach sehen. Und dann dachte ich mir, genau das könnte uns doch auch bei unseren Experimenten mit menschlichen Organen helfen. Denn Ertürk entwickelt mit seinem Team gerade ein Medikament für vom Krebs befallene Organe. Das Problem, die Wissenschaftler können bislang nicht in Organe hineinschauen. Sie sind eine Art Blackbox. Wären sie durchsichtig, könnte man viel genauer sehen, was im Inneren wirklich los ist. Es gab ein paar Kollegen, die mit transparenten Organen oder Tieren experimentiert haben, aber niemand hat jemals eine ganze Maus durchsichtig gemacht. Keiner hat geglaubt, dass das überhaupt möglich ist. Doch Ertürk lässt sich davon nicht beirren. Nach hunderten Versuchen findet er mehrere Chemikalien aus der Familie der Reinigungsmittel, die er CHEPS nennt. Und tatsächlich, 5 Tage später ist die Maus komplett durchsichtig. Und das funktioniert so. Der Grund, warum wir nicht einfach durch unseren Finger durchschauen können, ist einzig und allein das Licht. Es bricht an der Oberfläche der Haut und geht nicht durch das Gewebe. Genauso ist es bei Organen. Im Laufe eines Lebens lagern sich dort Proteine ab und machen das Gewebe selbst für Mikroskope und Röntgenstrahlen undurchdringbar. Doch Ertürks geniale Chemikalie CHEPS löst dieses Problem in 2 Schritten. Zuerst entzieht sie dem Organ das Wasser. So kann das Licht schon mal nicht durch das Wasser in den Zellen abgelenkt werden. Im 2. Schritt verschiebt der Chemikaliencocktail die Zellen des Gewebes und ordnet sie so an, dass sie eine gleichmäßige Struktur bekommen. Das Licht kann die Hautzellen durchdringen. Diese erscheinen so durchsichtig. Der Körper der Maus ist also noch genauso da wie vorher. Für unser Auge wirkt er aber transparent. Ertürk erkennt, welches Potenzial diese Entdeckung hat und wagt den nächsten Schritt. Er versucht auch, menschliche Organe durchsichtig zu machen. Gerade probiert er das Prinzip an einer Niere aus. Seit einem Monat liegt sie schon in seiner Chemikalie. An einigen Stellen erscheint das Organ bereits durchsichtig. Für die Wissenschaft eine echte Sensation. Dank Ali ist jetzt der genaue Bauplan der einzelnen Organe erkennbar. Damit könnte er neue, gesunde Organe herstellen, zumindest theoretisch.
Die passende Druckertinte züchtet Ertürk aus Stammzellen. Mit seiner Erfindung könnte ein Menschheitstraum Realität werden. Es ist eine Revolution. Es wäre doch unglaublich, wenn wir Organe einfach beliebig drucken könnten. Dann hätte jeder einen Komplettsatz seiner Organe im Kühlschrank, quasi wie ein Ersatzteillager. Wenn dann ein Unfall passiert oder man krank wird, tauscht man die Organe einfach aus. Jeder kann dann weiterleben, denn die Ersatzteile sind sofort verfügbar. Und damit würden wir alle ohne Probleme 250 Jahre oder sogar noch älter werden. Das ist zwar noch immer Zukunftsmusik, aber Ertürks Methode bringt uns einen entscheidenden Schritt näher zu dem Traum, ein sehr langes Leben zu führen. Und es gibt schon erste Erfolge. Eine dünne Schicht einer menschlichen Niere haben sie schon per Knopfdruck mit seinen Stammzellen gedruckt. Ein echter Meilenstein der Forschung. Verrückte Weltretter. Oliver Riedel hat eine große Vision. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich nach Bali gehe und sage zu den Fischern, die dort so viel Plastik aus dem Meer fischen jeden Tag, jetzt schmeißt du das Plastik nicht mehr zurück ins Wasser und fischst jetzt Plastik statt Fisch. Ich kann dir nämlich mehr zahlen, als du heute für den Fisch kriegst. Dann kann ich auch dort schon wieder hunderte Jobs schaffen, die auf Plastik basieren. Die Geschichte beginnt vor rund 10 Jahren mit einer Reise nach Asien. Und die sollte Olivers Leben grundlegend verändern. Er reist durch Indien. Der viele Plastikmüll dort lässt ihn nicht mehr los und wird für Oliver zum Herzensprojekt. Seine Idee, aus Plastikabfall Kraftstoff machen. Tatsächlich gibt es schon ein Verfahren, mit dem das geht, der Pyrolyse. Ein Jahr lang reist der Dresdner um die Welt, schaut sich verschiedenste Pyrolyseanlagen an. Doch keine überzeugt ihn. Zu groß, zu teuer oder sie funktionieren nicht gut. Also schart er Wissenschaftler, Ingenieure und Mechatroniker um sich. Gemeinsam wollen sie eine mobile Anlage entwickeln, die dort betrieben werden kann, wo der Müll liegt. Hier haben wir jetzt mal so einen ganz typischen Fall, was wir in der Anlage verarbeiten können. Das ist also der Müll, so wie er auf den Müllkippen dieser Welt liegt. Und was uns eben nicht stört, ist Anhaftung aus Erde, Meersalz, Sand, Glas, solche Dinge. Das ist das, was wir ausdrücklich verarbeiten können. Bis zu 250 Kilogramm Plastikabfall kann der Prototyp pro Tag verarbeiten. Dafür muss der Kunststoffmüll erstmal in kleine Stückchen geschreddert werden. Ingenieur Martin Schneider ist einer der wichtigen Köpfe dabei und hat viel Know-how in die Anlage gesteckt. In dieser Form kann das Material sehr gut von der Anlage verarbeitet werden. Man kann es transportieren, gut verpressen, damit die Luft rausgeht und dann in die Anlage hineinfördern. Vollautomatisch wird der klein gehäckselte Plastikmüll zum eigentlichen Kernstück der Anlage transportiert, dem Pyrolysereaktor. Und hier drin wird bei hohen Temperaturen der eigentliche Prozess der Pyrolyse dann stattfinden. Pyrolyse heißt, die Plastikteilchen werden auf ca. 400 Grad Celsius erhitzt. Und zwar ohne Sauerstoff, sonst würden sie verbrennen. Durch die hohen Temperaturen zerfallen die langkettigen Kohlenwasserstoffverbindungen der Kunststoffe. Es entstehen nun kurzkettige organische Moleküle, die gasförmig sind. Die Öldämpfe, die hier entstanden sind, also die kurzkettigeren Kohlenwasserstoffe, können hier in diesem Kondensator kondensiert werden als Flüssigprodukt und dann eben ausgeschleust werden in einen Tank. Damit dieser Prozess über einen längeren Zeitraum klappt, braucht es eine komplexe Steuerung. Am Ende kommt der Kraftstoff heraus, eine Art Schweröl. Das ist jetzt der Kraftstoff, den man aus Plastik mit unserer Anlage macht. Das kann jetzt eingesetzt werden für Energiegewinnung, man kann auch neue Produkte draus machen. Und ich mache aus einem Kilo Plastik ungefähr 1 Liter Kraftstoff. Der Sprit aus Plastikmüll könnte in Zukunft auch Schiffe antreiben oder Wohnungen über Blockheizkraftwerke mit Wärme und Strom versorgen. Doch das Revolutionärste an der Anlage ist ihre Größe. Denn sie ist so klein, dass sie in einen Schiffscontainer passt und kann damit genau da arbeiten, wo der Plastikmüll herumliegt. Wenn man das mal so sieht, was man eigentlich aus dem Plastik machen kann, dann kann man ganz einfach sagen, dass wir es hier mit einem der größten Ölfelder der Welt zu tun haben.
Dass der Prototyp funktioniert, haben die Dresdner erfolgreich bewiesen. Jetzt wollen sie die Anlage noch wirtschaftlicher und effizienter machen und entwickeln das erste Serienmodell. Das soll dann sogar die vierfache Menge verarbeiten können. Heißt also, pro Tag eine Tonne Plastikmüll in 1000 Liter Kraftstoff verwandeln. Eine geniale Idee. Verrückte Weltretter. Für Platz 1 reisen wir nach Barcelona. Die Weltbevölkerung wächst. Bald wollen 10 Milliarden Menschen Fleisch essen. Dass das geht, daran arbeitet das Start-up von Giuseppe Sconti. Unser Reporter Vincent besucht ihn. Hier wird also an der Zukunft gearbeitet. Ja, hier passiert die Magie. Ich habe in den letzten Jahren in der Gewebeforschung gearbeitet. Da war ich Assistenzprofessor. Wir haben im Labor Organe und Gewebe für Menschen entwickelt, also als Ersatzorgane, um diese zu implantieren. Und da dachte ich mir, wenn wir Organe nachbauen können, wie Muskeln, warum nutze ich nicht dieselbe Technik, um das Fleisch der Zukunft zu entwickeln? Wir können es sogar noch besser machen als das Fleisch heute. Denn das Steak besteht aus rein pflanzlichen Zutaten. Um das richtige Aussehen, die Textur und den Geschmack zu treffen, hat das Team über 100 verschiedene Rezepturen zusammengemischt und etliche Prototypen erstellt. Was man hinzufügt, ist die Menge an Proteinen, die normalerweise im Fleisch enthalten sind. Also 20, 25 oder 30%. Wenn du zum Beispiel Hühnchen machen willst, was mehr Proteine hat. Der Rest ist dann natürliche Farbe und Aromen. Dafür verwenden wir zum Beispiel Algenfasern oder Zutaten auf Bakterienbasis oder eben Pflanzen, was wir hauptsächlich machen. Und am Ende erhältst du etwas, mit dem wir Fleisch nachbauen können. Auch im Geruch. Hat das hier den Geruch? Ja, das hier zum Beispiel riecht schon wie Fleisch. It smells like meat. Es riecht wie so ein, im Prinzip rohes Stück Fleisch, würde ich sagen. Sieht zwar aus wie Knete. 500 Gramm dieser Knete kommen dann in die Kapsel für den Drucker. Komm, lass uns ein paar Steaks drucken. Für die perfekte Textur versuchen sie, mit dem richtigen 3D-Druck die Muskelstruktur eines Filetsteaks nachzubauen. Für die Zukunft plant das Team schon weitere Produkte, wie Fisch. Bald wollen sie Supermärkte und Restaurants beliefern. In Zukunft könnte jeder so einen Drucker zu Hause haben. Viele Leute kennen den Replikator aus den Star Trek-Filmen. Und diese Maschine kommt am ehesten an so einen Replikator heran. Aus dem Nichts kannst du Schicht für Schicht. Man drückt einfach den Knopf und fertig. Genau. Und du kannst dann Zugriff auf eine Datenbank haben mit einer großen Auswahl an Produkten und Kapseln. In der Zukunft hat vielleicht jeder so eine Maschine zu Hause und kann sein Essen selber drucken. Auf jeden Fall ist es schon mal effizienter, günstiger und besser fürs Klima als das Original. Wie das Fleisch aus dem 3D-Drucker schmeckt, will Vincent jetzt probieren. Er geht mit Giuseppe in ein Restaurant. Für das ideale Ergebnis arbeitet das Startup mit den besten Köchen Spaniens zusammen und mit dem Culinary Institute of Barcelona. Hier, wo die Spitzenköche von morgen ausgebildet und neueste kulinarische Trends kreiert werden. Wir machen einen Spieß mit Gemüse, mit Zucchini, Aubergine, Zwiebeln und Tomaten und dann machen wir ein normales Steak, mehr oder weniger, mit den gleichen Beilagen. Mhm. Kann ich es mal in die Hand nehmen? Ja, klar. Ja, es fühlt sich im Prinzip so an, wie wenn man ein Steak schon ganz durchbrät, aber von der Textur her hat es auf jeden Fall was Fleischartiges. Und wie schmeckt das gedruckte Steak? Ernesto brät es bei niedriger Temperatur nur kurz an. Zum Erwärmen, für die Röstaromen und die Optik. Die entsprechende Marmorierung hat es ja schon. Und durchbraten muss er das pflanzliche Fleisch nicht. Also ist hinten raus noch sehr bitter. Aber es ist echt irre. Ja, einfach wie ein gut durchgebratenes Steak, aber es schmeckt irgendwie schon, es schmeckt wie Fleisch.
Und wie schmeckt nach dem Steak der Schweinefleischspieß? Das ist unglaublich. Also allein schon, dass es ein bisschen dicker ist. Also ich hätte jetzt wirklich, wenn ich nichts gewusst hätte, was ich hier gerade esse, hätte ich gesagt, okay, das war ein kleines Stück Fleisch einfach. Für dieses Fleisch müssen keine Tiere sterben und es muss nicht über große Strecken transportiert werden. Gedruckt wird im Restaurant oder zu Hause, wie in vielen Science-Fiction-Filmen. Das Start-up möchte ihre 3D-gedruckten Steaks schon bald für die breite Masse auf den Markt bringen. Der Weg für eine fleischreduzierte Zukunft ist also geebnet.